Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute mal ganz schnell ein paar Tipps und Tricks zu den neuen Rosetten zeigen. Und zwar habe ich hier als Beispiel mal die Rosette mit den Schneekristallen und zeige euch jetzt auch noch die anderen, die es bei Alexandra so gibt. Das sind nur ein paar davon, wie zum Beispiel diese hier. Da braucht ihr ungefähr 4 bis 5 von den Stanzteilen, um diesen Stern zu machen. Bei dieser kleinen Basic-Variante braucht ihr 3 Teile, um einen Stern zu machen. Und bei dieser gepunkteten Rosette braucht ihr mindestens 2, um so einen schönen Stern daraus zu machen. Da habe ich auch eine Karte draus gemacht. Bei dieser Stanze hier braucht ihr auch nur ein Stanzteil, um daraus diesen schönen Stern zu machen. Die schwierigste von allen Rosetten, die zeige ich euch jetzt. Und zwar ist das hier die mit diesen Schneekristallen. Die ist, brauchen wir nur ein Stanzteil zu. Und das ist dann sehr stramm, aber ich zeige euch einen kleinen Trick oder zeige es euch, wie ich das mache, damit ihr euch dann auch gelingt. Man falzt sich jetzt das alles schön nach und damit es nachher auch weiß, wie es gehört. Diese Zwischenfalze sind natürlich nicht ganz bis in die Spitze, da müsst ihr halt schauen, dass ihr nur den unteren Bereich falzt und euch oben die Spitzen halt nicht verknickt, also die bleiben quasi offen. Genau, so, jetzt tue ich das nochmal so ein bisschen zusammen, dass es auch wirklich am Ende, am unten, am Fuß quasi weiß, wo es hingehört. Schön nachgefalzt. Genau, auf diese kleine Lasche kommt jetzt ein Stückchen doppelseitiges Klebeband. Ich kann euch tatsächlich das hier von Elizabeth Craft Design empfehlen. Das habe ich sehr gerne, weil es bappt wie Sau, also es ist richtig klebrig. Kann man auch gut zum Ausstanzen von Schriftzügen verwenden, um sie danach zu embossen zum Beispiel. Das geht auch ganz gut. Das klebt halt richtig gut. Mit Tombow habe ich es probiert, aber Tombow ist mir immer wieder ausgerissen bei der oder aufgegangen bei der Rosette. Und hier mit dem hat es dann funktioniert. Also hier ordentlich schön festdrücken, ruhig noch ein bisschen nachdrücken. So, um jetzt die Rosette zusammenzusetzen, habe ich mir so kleine 2 cm große Papierkreise ausgestanzt und nehme jetzt eine rutschige Unterlage, weil ich die jetzt zusammenfummeln muss. Das ist eigentlich so der knifflige Part bei der Stanze. Das braucht ein bisschen Zeit. Da ist halt sehr viel Spannung drauf, aber wenn ihr das habt, ihr seht, das funktioniert, dann kann man die ganz langsam runterdrücken. Am besten macht es so, dass das Muster dann Richtung Boden zeigt, also nach außen, und ihr quasi hinten an den Stern guckt. Jetzt nehme ich mir die Unterlage wieder raus, weil jetzt brauche ich wieder was, was nicht rutscht. Ich habe da so eine Silikonmatte drunter und dann bleibt das schön liegen. Das wird dann einfach verschlossen mit einem Klecks Heißkleber und wie gesagt diesem kleinen Kreis. Dann wartet man jetzt ein bisschen, bis das erkaltet und fest wird und dann habt ihr euren Stern fertig. Wie gesagt, es kann sein, dass euch diese Klebeseite noch ein bisschen aufgeht. Ruhig immer wieder nachdrücken und irgendwann hält ihr dann. Ihr könnt die Sterne wunderbar verwenden als Anhänger. Da haben wir auch schon diese kleinen Sternchen, kann man einfach als Fädelhilfe benutzen für Itogarn. Und das ist nochmal eine andere Stanze von Alexandra Renke. Da habe ich auch mehrere Stanzteile für verwendet. Genau, wunderbar. Dann hoffe ich, ihr habt Spaß mit euren Rosetten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!